Jetzt kommen wir zum Aufgabenteil B, Begrenzung der Rissbreiten ohne direkte Berechnung. Da nehmen wir die Formel aus dem Skript, Seite 23, für zentrischen Zug, also zentrischer Zwang. Ja. Also Durchmesser S gleich Durchmesser Stern und so weiter. C mal K mal HCR durch 8 mal H minus D mal FCT effektiv durch 2,9 größer gleich Durchmesser S Stern mal FCT effektiv durch 2,9. Schon Momenta, Seite 23 für zentrischen. So, dann brauchen wir die ganzen Beiwerte wieder. KC, das war doch der Beiwert für die Art der Belastung. Also hier haben wir zentrischen Zwang, ne, für die Spannungsverteilung überhalb des Querschnitts. Die ist halt hier gleichmäßig, deswegen KC 1,0. Dann hatten wir den Beiwert K, das war zur Berücksichtigung der Eigenspannung im Querschnitt. Und da hatten wir für Bauteile bis 300 mm den Wert 0,8. Und dann noch HCR, das ist der Teil des Querschnitts, der unter Zug steht. Und das ist der gesamte Querschnitt, reißt gleichzeitig auf. Ne? Also hier 300 mm, das gilt wie auch bei zentrischen Zwang wieder. Gut, dann können wir schon einsetzen. Durchmesser S ist gleich Durchmesser S Stern. KC1, K0,8, HCR 300 mm durch 8 mal H minus D, statische Höhe 250 mm mal 3,0 durch 2,9, kommen wir auf 0,62 mal Durchmesser S Stern. Das muss größer sein als Durchmesser S Stern mal 3 durch 2,9. Also mal 1,03. Das heißt, dass der hintere Teil ist maßgebend. Dann stellen wir das nach Durchmesser S Stern um und kriegen raus, Durchmesser ist 1,0. Das ist vorgegeben, laut Aufgabenstellung. Durch 1,03 kriegen wir also raus 9,71. Ja, und das machen wir jetzt mit Interpolation. Gehen wir in das Diagramm rein. Im Skript, das ist direkt davor. Wir haben jetzt Rissbreite von 0,2 mm, ist unser Ziel. Wir liegen mit 9,71 zwischen 12 und 9, das heißt, wir interpolieren zwischen 240 und 280. Also unsere Stahlspannung 240 plus 280 minus 240 mal 9,71 minus 12 durch 9 minus 12 kriegen wir raus 270,5 Newton pro Quadratmillimeter Stahlspannung. Okay, jetzt kommen wir zur Ermittlung der Bewährung. Für die einzelnen Bereiche, Bereich H1, Bewährung für Biegezwang. A ist Min, Formel KC mal K mal FCT effektiv mal ACT durch Sigma S. Das ist auf Seite 27 im Skript, steht die Formel. Hier ist jetzt KC gleich 0,4 für Biegezwang. Ne? Okay, dann können wir das ausrechnen. A ist Min, ist gleich 0,4. K ist immer noch 0,8. FCT effektiv, unser 3,0. ACT, das sind pro laufenden Meter, also haben wir 0,3. Das ist die Breite der Wand.
Und unsere Spannung 270,5 mal 10 hoch 4 kriegen wir 10,65 Quadratzentimeter pro Meter. Dann noch Bereich H2. Hier kommt Bewährung für zentrischen Zwang. Also KC gleich 1,0. Ansonsten das gleiche, also As min gleich 1 mal 0,8 mal 3 mal 0,3 durch 270,5 mal 10 hoch 4 kommen wir auf 26,62 Quadratzentimeter pro Meter. Bereich H3, das haben wir da gesagt, dann machen wir das gleiche wie im Bereich H1, also wieder Bewährung für Biegezwang. Da müssen wir also nichts Neues rechnen. As min ist 10,65 Quadratzentimeter pro Meter.